Sie sind hier, 9. Juli 2018, 7.24 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern die Südkoreanerin Sayang Kim zeigte in Oneida, Wisconsin eine Rekordleistung Urheberrecht Getty Images. Mit einer unglaublichen Leistung hat die Südkoreanerin Kim Sayang bei der US-Tour der Frauen in Oneida, Wisconsin für eine Sensation gesorgt. Was für eine Leistung von Kim Sayang bei der US-Tour der Frauen in Oneida, Wisconsin. Die Südkoreanerin benötigte bei dem Turnier für die vier Runden lediglich 257 Schläge und blieb auf dem Par minus 72 Kurs damit 31 Schläge unter Par. Es fühlt sich unwirklich an. 31 unter Par, das ist unglaublich, sagte Kim Sayang nach ihrem Tourrekord. Die bisherige Bestmarke, minus 27, hatte sie sich seit 2016 mit der Schwedin Annika Sörenstam geteilt. Vor der Schlussrunde auf dem Thornberry-Kurs hatte die 25-Jährige 24 unter Par gelegen, da habe ich dann schon ein bisschen Druck verspürt. Es war nicht so einfach, die Nerven zu bewahren, so Kim. Doch dies gelang ihr, und so schloss Kim das Turnier vor der Spanierin Carlota Ziganda, 266, mit einer starken 65er-Runde ab. twitter.com/@gamedia/status/1016155508301090817 Profigolferin Sandra Gall aus Düsseldorf hat derweil in Oneida eine Top-10-Platzierung verpasst. Gall, die nach der dritten Runde noch auf Rang 11 gelegen hatte, belegte mit einer 272 den geteilten 15. Platz.